Sehr geehrter Herr Steiner, Sie sind der letzte große Humanist. Hoffe nicht. Ist ein bisschen traurig, aber macht nichts. Man sagt es aber über Sie. Sie sind Literaturwissenschaftler, Kritiker, Professor, Schriftsteller und Sie sind in mindestens 4 Sprachen zu Hause. Sie haben mindestens 18 Bücher, 19 Bücher bald veröffentlicht. Man nennt Sie Professor ohne Grenzen. Sie haben an den größten Universitäten der Welt gelehrt. In Cambridge, Oxford, Stanford, Yale, am Collège de France und während 20 Jahren in Genf. Ja. Als Kosmopolit und als Liebhaber der klassischen europäischen Literatur, Sie nennen das den langen Nachmittag der abendländischen Kultur, sehen Sie heute auf Europa, ein Europa, das zusammenbricht? Nein, das wäre sehr oberflächlich. Es ist eine komplizierte Krise, aber schauen Sie, es ist doch ein Gotteswunder, dass nach 2 Weltkriegen, welche europäische Bürgerkriege waren, im Grund, nach Verlusten von vielleicht 70 Millionen Menschen zwischen Madrid und Kiew und Leningrad, hat sich doch Europa erholt. Das Wunder ist, dass nicht, dass Europa Schwierigkeiten hat, aber dass es noch ein Europa gibt. Und doch gibt es. Eines Tages vielleicht werden die Historiker sagen, im Moment, wo Sie und ich uns begegnen, gab es ein großer Maler, große Dichter, große Denker. Man kann nie vereinfachen. Im nächsten Gebäude, in der nächsten Straße sitzt der Herr oder die Dame, die vielleicht alles verwandeln können. Es gibt noch sehr große Kräfte in Europa. Eine Sache tut mir tiefe schwarze Sorgen. Wir verlieren eine Generation junger Leute, die keine Arbeit finden. Und wenn man nicht Arbeit findet, erholt man sich vielleicht sehr schlecht. In England, unsere besten junge Leute wollen weg, aber wohin? Man kriegt keine Arbeitszulassung in Kanada, in Neuseeland, in Australien. In Spanien, ein Land, welches ich liebe, ist es katastrophal. 24% der Jungen sind arbeitslos, auch die Begabtesten. Diese jungen Leute beginnen sich ja auch zu indignieren, sich zu revoltieren. Es gibt die Occupy-Bewegung, Wall Street wird besetzt, in Zürich der Paradeplatz, in Spanien gibt es diese Bewegung. Aber zu welchem Ende? Weil man kann sich indignieren, aber wo bleibt die Antwort? Wo? Fragen stellen, die Jungen haben komplett recht. Radikale Fragen, böse Fragen soll man stellen. Aber wo sind die Antworten? Es ist zu leicht zu brüllen, dass der Kapitalismus uns niedermacht. Ganz richtig. Aber zum Gulag wollen wir auch nicht zurück. Und bis jetzt ist die sozialistische Hoffnung eines dritten Wegs, diese berühmte Phrase, der dritte Weg, der ist ja wieder. Wo ist sie? Es gibt kleine Länder, wie Norwegen zum Beispiel, wo es leichter ist, wo man eine wunderbare Sozialpolitik. Aber wie Sie wissen, gerade jetzt, vor einigen Monaten, ein Massmeuchelmord in Norwegen. Kein Land ist in Sicherheit. Andererseits, es wird aus Asien, es werden große Kräfte kommen. 2 große Quellen, Frauen und Asien. Frauen fangen nur ganz langsam an, sich zu bewerten. Es ist skandalös. Ich habe mein ganzes Leben gekämpft für Frauenkollegen in der Universität. Wir werden die Schweiz nicht besprechen. Aber in anderen Ländern auch. In Amerika setzen sie sich durch. In Frankreich, erstaunlicherweise, kommen Frauen an die Spitze. Da ist ein ungeheures Reservoir, psychologisch, philosophisch. Es fängt nur an, die Kraft der Frauen, sich zu verklären. Sie wollten nicht über die Schweiz reden, aber werden Sie es doch tun? Ich war immer ein glücklicher Gast hier. Es ist ein Land, welches dem Gast sagt, benimm dich und halt das Maul ein bisschen. Aber dann darfst du arbeiten und dann darfst du ein ruhiges Leben haben. Und dann darfst du deine anderen Sprachen sprechen. Ich habe England, ich habe aufgegeben in Cambridge, wo es keine vergleichende Literatur gibt.
Weil die Engländer sagen, aber jemand, alle Leute sprechen Englisch. Warum soll ich eine Fremdsprache beherrschen? Da ist eine Art Provinznobismus der Weltsprache. Ist ein Paradox. Aber die Weltsprache ist auch Provinz. Und es ist herrlich für mich, in der Schweiz zu sein, wo 4, 5, mit dem Rätisch, 5, 6 Sprachen doch zugelassen sind und wo man das Gefühl hat, dass sich die alten Kräfte von Europa begegnen. Sie sind ja ein großer Kulturvermittler. Sie sind im alten Europa auf die Welt gekommen, Wien, Paris. Sie haben in New York studiert. Sie sind ein Vermittler zwischen dem alten Europa und dem neuen, vorwärtsstrebenden Amerika. Lassen Sie mich, lieber Kollege, die Hauptsache sagen. Es gibt die großen Dichter, Romanschriftsteller, Dramaturgen, die Leute, die schaffen, die großen Kräfte. Und dann gibt es die Leute wie ich, die Briefträger. Da zitiere ich den wunderbaren russischen Dichter Puschkin. Puschkin hat gesagt, danke an meine Übersetzer, danke an die Herr Professoren, danke an meine Verleger, aber ich schreibe die Briefe. Richtig. Das sage ich mir, wenn ich aufstehe jeden Morgen. Er schreibt den Brief. Ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, ein Briefträger zu sein. Es gab einen wunderbaren Film namens Postino über Neruda und seine Gedichte. Der Briefträger muss die richtige Briefschachtel finden, nicht immer leicht. Er muss sicher sein, dass der Brief ankommt, nicht immer leicht. Es ist herrlich, mitzuarbeiten. Aber nie, nie verwechseln, der, der den Brief schreibt. Und ich habe sie begegnet. Jetzt sitze ich im gesegneten Cambridge in England. Im Augenblick haben wir 11 Nobelpreisträger in diesem kleinen Dorf. 11 Nobelpreisträger. Die Riesen der Wissenschaft, der Astrophysik, der Genetik, der Biologie. Wenn man diese Menschen ein bisschen begegnet und kennt, die wissen, wie man die Welt ändert. Es ist sehr schön, ein bisschen dahinter zu laufen und sagen, ich kann erklären oder ich kann kommentieren oder ich kann ein bisschen eine Lektion darüber geben, aber nie die zwei Funktionen verwechseln. Das ist die Hauptsache. Aber sind Sie mit Ihren Kollegen in Cambridge eher zuversichtlich oder sehr pessimistisch? Sehr. Ich bin über die Humaniores, die Geisteswissenschaften, aber die Naturwissenschaften, von jeder Woche kommt fast ein Weltzauber. Vor 2 Wochen ist die Genetik der Malaria entziffert worden. Stellen Sie sich vor, für 100 Millionen Menschen in Afrika und Asien wird das ein neues Leben. In meinem Alter hat man eine tierische Angst vor der Amnesie, der Dementia, vor dem Alzheimer. Meine Kollegen sagen mir, binnen 2 oder 3 Jahren wird man die Genetik des Alzheimers kennen und dann kann man anfangen zu kurieren. Jeden Tag fast kommen die Wunder. In der Astrophysik, wir sind an den Rand des Weltalls und wir erraten neue Welten, ein neuer Kosmos entfaltet sich. So, man darf nicht sagen, nur die Kunst, nur die Literatur, nur die Philosophie. Die sind in sehr schlechtem Zustand. Aber nicht jede Epoche kennt eine Bergspitze in den Künsten oder im Denken. Es gab im 18. Jahrhundert Frankreich lange, lange Generationen ohne einen guten Dichter. Dann kommen die romantischen Riesen. Kann sich erholen. Es gibt meines Erachtens nach 3 oder 4 sehr große englische Maler. Bacon und Hockney und Kitaj und Auerbach. Erstes Mal seit dem 16. Jahrhundert und Turner. Turner war die einzige Ausnahme. Es gibt seit Benjamin Britten sehr gute Komponisten. England hat nicht komponiert über Jahrhunderte. Wir verstehen sehr wenig vom Zauber der Neuerwachung. Die Feen kommen und man öffnet die Augen. Der Zauber der Neuerwachung, das ist eine sehr schöne Metapher für, glaube ich, Ihre Biografie. Zu welchem Moment in Ihrem Leben haben Sie diesen Zauber eines Erwachens gespürt? Da stellen Sie eine sehr tiefe und schwierige Frage.
Ich hatte in Chicago die Hoffnung, Naturwissenschaftler zu sein. Meine Mathematik hat nicht dazu gelangt. Es war der Moment der Kernphysik. Und wenn man nicht guter Mathematiker war, gab es keine offene Tür. So habe ich traurig Philosophie und Poetik angefangen. Aber die Nostalgie für die Naturwissenschaften hat mich nie verlassen. Und wissen Sie, die Zürich ist die Stadt der ETH. Nie vergessen, was die großen Leistungen hier sind. Dann kam der wunderbare Augenblick, wo das Lesen für mich entscheidend wurde und wo ich angefangen habe, selbst zu schreiben und zu übersetzen. Sie werden über mich lachen, macht nichts. Jeden Morgen, Sonntag einbegriffen, nehme ich vom ein Buch, welches es auch sei, nehme eine, drei, vier Sätze, einen Paragraph und übertrage sie in meine anderen Sprachen. Als Übung der Seele, aber auch als Muskelübung. Ich glaube, dass das Bewusstsein ein Muskel ist. Und wenn wir ihn vernachlässigen, wird er schlaff und heu. Ich spiele sehr schlecht, aber leidenschaftlich Schach, so dass die Konzentrationsgabe. Wir vergessen alle, was für ungeheure Macht das Gedächtnis hat, welche unsere Konzentrationsmöglichkeiten beim ernsten Lesen sind. Aber man muss üben. Und wenn man alt ist, muss man noch mehr üben. Und wie war es, als Sie ganz, ganz jung waren? Wie sind Sie zum Lesen gekommen? Ich hatte ein ungeheures Glück, ein Vater, ein gesegneter Vater, der mit mir gelesen hat. Und ich erzähle immer die Anekdote, wir lesen in der großen Voss-Übertragung ins Deutsche die Ilias, kommt ein ultradramatischer Moment, wird der Achilles den Lykaon niederhauen. Mein Vater mit einer ganz traurigen Miene sagt mir, mein Kleiner, hier haben wir keine Übersetzung, die fehlt. Was werden wir tun? Du willst doch wissen, ob der Achilles den Lykaon... Da müssen wir Griechisch lernen und so hat's angefangen. Einige Worte... Für ein Kind kann das total entscheidend sein. Hat mir gesagt, ich will wissen, was da vorgeht. Und Geschichten erzählen, Geschichten lieben, ist wahrscheinlich der Anfang. Man hat dafür ein sehr pompöses Wort, Narratologie, brauchen wir nicht. Einfach das Wunder der Geschichte. Was geschieht nächst? Wie haben Sie es mit Ihren eigenen Kindern gehalten? Haben Sie denen auch die Odyssee vorgelesen auf Griechisch? Meinen eigenen Kindern auch, aber die sind jetzt ganz erwachsen, aber sind Erwachsene und tun mir eine ungeheure Ehre. Meine Tochter dirigiert das Fach der Altertumswissenschaft in Columbia. Mein Schwiegersohn ist der Professor für lateinische Dichtung in Princeton. Mein Sohn ist Dekan einer der großen Universitäten in New York, so es geht gut weiter. Es geht gut weiter, aber in Amerika sind die Sachen ganz anders. Was für einen Rat für Kinderlektüre würden Sie einem normalen Ehepaar geben, das ein normal begabtes Kind? Ich glaube ganz an die großen Epen der Antike. Ilias und Odyssee sind unübertrefflich aufregend, unübertrefflich spannend in jedem Moment. Aber dann... Es gibt Bücher der Bibel, die natürlich die höchsten Gipfel der Menschheit sind, der menschlichen Vorstellung. Wenn man ganz langsam, Sie nehmen ein großes Episode, David. König David wächst auf, er kämpft gegen Saul und Jonathan. Sein bester Freund ist der Sohn seines Feindes. Der Jonathan wird getötet und da singt, das war ein Gesang, der David den Todesgesang über Jonathan. Und seitdem ist die Trauer im Westen eine große Poetik, seit diesem Augenblick. Dann, ich vergleiche, am selben Tisch sage ich dem Kind, jetzt werden wir Achilles hören, wenn er über Patroklus weint, den Todesfall. Und dann sage ich dem Kind, beide diese Texte sind ganz ultramodern. Jetzt werden wir einen wirklich alten. Das Buch Gilgamesch aus Sumerien, wo Gilgamesch über Enkidu weint. Das ist die erste große Lamentation in der westlichen Literatur. Und da sagt sich, glaube ich, das Kind,
Ist das nicht fantastisch, dass es überlebt hat? Und dann habe ich immer, und auch meinen Schülern, meinen Studenten, versucht zu erklären, die Magie des Überlebens. Herr Kollege, wenn in St. Gallen, in unserem schönen St. Gallen hier, wenn die lombardischen Truppen nicht 12 kurze Kilometer gingen sie vorbei, wenn sie St. Gallen entdeckt hätten und niedergebrannt, hätten wir kaum ein Horaz, Virgil, Catull, Ovid, alles war dort oft in einem einzigen Exemplar, das ist die Mönche, Hand und Buchstaben für Buchstaben mit kleinen Kerzen abgeschrieben haben. Das sind das Überleben der großen Texte und auch der modernen Texte. Wir haben jetzt ganz große Schriftsteller, werden die in einer neuen technologischen Fassung überleben? Das ist eine sehr schwierige Frage. Sie haben diese Frage ja auch in einem schmalen Bändchen zu behandeln versucht und mit den neuen Medien, man merkt es auch, gerungen, die Bücher verbrennen. Wer sind die Bücher verbrennen? Man verbrennt Bücher seit dem Anfang der Geschichte. Die große Bibliothek in Alexandrien wurde verbrannt. In Sarajevo, vor wenigen Jahren, hat man die Bibliothek verbrannt und da sind 168 Manuskripte, man nennt sie Inkunabeln, für die es keine Kopie gegeben hat, weil Sarajevo nicht reich war und konnte noch nicht online gehen, wurden für immer zerstört. Denken Sie dran, für immer. Wenn eine Wahrheit aus der Welt verschwindet, da will ich, erlauben Sie mir eine Sekunde langsam zu reden, weil es ist eine etwas seltsame Idee. Wahrheiten können verschwinden. Es gab die furchtbaren Albigensier-Kreuzzüge im Süden von Frankreich, als die mittelalterliche Kirche eine Häresie ausgerottet hat. Es bleibt uns kein einziger Text. Ich sage mir manchmal, und wenn die Albigensier eine große Wahrheit entdeckt hätten, und Wahrheiten können verschwinden. Man sagt, jemand anders wird das entdecken. Ich glaube in der Naturwissenschaft, ja. Wenn Darwin nicht gewesen wäre, käme Herr Wallace oder jemand 30 Jahre später. Lange nach Kepler und Newton kamen andere, aber nicht in der Philosophie. Ein Gedicht, welches verbrannt ist für immer, wird es nie wieder geben. Für etwas ganz Zentrales, wenn man sie liest, ist ja der Übergang von einer oralen Tradition zu einer schriftlichen Tradition und Kultur. Und wenn Sie über die neuen Medien schreiben, erzählen Sie auch, dass wir vielleicht wieder zurückfallen in eine mündliche Kultur. Das ist mein Eindruck. Ich sehe ganz junge Kinder mit iPod und Facebook. Und es ist eine orale Kultur. Sie sprechen zueinander. Sie komponieren Geschichten zueinander, Witze, allerlei, eine Kultur des Mund und des Ohren. Homer ist ultramodern, Homer ist wie Joyce. Vor Homer gab es wahrscheinlich 20.000 Jahren einer großen mündlichen Literatur. Er kommt spät. Für den größten aller Philosophen, für Platon, ist das eine Katastrophe, weil das menschliche Gedächtnis wird verschwächt durch die Schrift. Weil die Schrift will autoritär sein. Sie lässt keine momentare Antwort. Das Mündliche gibt es eine Antwort, eine Provokation, eine Verbesserung. Man kann Nein sagen. Es ist sehr schwer, dem Buch Nein zu sagen. Wenn Wahrheiten verschwinden können, kommt noch etwas anderes, was Ihnen sehr am Herzen liegt, so wie Sie es sagen, das Auswendiglernen. Da bin ich ein ganz altmodischer Pedant. Ich glaube fanatisch an das Auswendiglernen. Warum? Das deutsche Wort auswendig verfehlt die ganze Pointe. Man sagt auf Englisch by heart. Mit dem Herzen. Man sagt in Französisch par cœur, mit dem Herzen. Nicht mit dem Gehirn.
Was man auswendig lernt, liebt man. Es wird Teil unser Selbst. Es lebt in uns, fast organisch. Es verwandelt sich mit uns. Wenn ich mir jetzt meine Gedichte aus dem französischen Lyzeum, wenn ich mir jetzt einige Verse von Racine, ich kenne sehr viele französische und englische Gedichte auswendig, habe ich plötzlich jedes Mal den Eindruck, ach, du entdeckst das wieder. Da ist etwas ganz Neues, weil du dich verändert hast. Und es verändert sich in dir. Und dann eine politische Bemerkung. Wir leben in einer Zeit der grausamsten Zensur in den despotischen Staaten. Wir haben den Stalinismus gekannt, den Maoismus, den Nazismus. Was man auswendig kennt, hat eine Chance zu überleben. Die Dichtung von dem russischen Dichter, lyrischen Dichter, Ossip Mandelstam, seine Witwe hat jedes Gedicht an 8 Freunde mündlich vermittelt. Sie haben das Gedicht auswendig gelernt. Wenn 8 Leute ein Gedicht kennen, ist es unzerstörbar. Und so hat das Werk überlebt, bis der Stalinismus endlich zu Ende ging. Es ist eine ungeheure Reserve im menschlichen Gehirn. Und die Freude, einem Text Danke zu sagen. Jedes Mal, dass ich ein Gedicht von Hölderlin lese und ein bisschen auswendig lerne, sehr schwierig, man versucht eine Strophe, das ist schon etwas, da sage ich Danke. Weil wie, in welcher anderen Art kann ich mich bei dem Dichter endlos bedanken? Er macht mir ein Geschenk, ich kann ihm nichts dafür zahlen, ich kann nicht belohnen, ich möchte Danke sagen. Können Sie uns eine Strophe von Hölderlin zitieren? Ich, natürlich die Blumen, die in den kalten Wasser hängen, das mittelliches Leben und wo die Fahnen kalt klirren, die Fahnen klirren in der Kälte. Das ist eins der allerschönsten. Und die zweite ist das zweite Chorus aus der Antigone. Vieles gibt es ungeheuer, aber das Ungeheuerste ist der Mensch. So fängt es an. Heidegger hat gesagt, mit diesen Versen hat sich der westliche Schicksal entschieden. Das ist eine schöne Übertreibung, aber nicht ganz. Sie haben vor kurzem darüber geredet, eben dass Jesus Christus zum Beispiel, man weiß nicht, ob er geschrieben hat oder nicht geschrieben, gelesen hat oder nicht gelesen hat. Er war sicherlich Analphabet. In Galiläen zu seiner Zeit, wenn man nicht ganz reich war oder im priestlichen Stamm, war man Analphabet. Sokrates war vielleicht Analphabet. Wir haben einen Moment, man nennt es ein bisschen technischen Wort, ein Passus, wo er sich auf eine schriftliche Rolle beruft. Nur einmal in allen ungeheuren Dialogen. Er singt, vor dem Tode kennt er den Fabeldichter Aesop auswendig und sagt, ich werde dazu jetzt singen, und aber nichts von einem Buch. Und könnte man sagen, dass dann vielleicht diese neue mündliche Zivilisation, die mit iPod, iPod arbeitet, dass die einfach den Bogen schlagen, wieder zurück in diese frühere Kultur? Ich habe Angst, dass es die Sachen zu leicht macht. Das ist, um ernst zu lesen, braucht man Schweigen, Konzentration und nicht Angst haben vor der Einsamkeit. Und ich liebe das, die Welt meiner Kinder in Amerika. Ich bin jeden Tag froh, dass sie dort sind, weil ich glaube, für Juden gibt es keine andere Zukunft. Gut, anderes Problem. Aber iKindle, Facebook, iPod, rasch, leicht, in gekürzter Fassung. Und ob man wieder liest, ist sehr problematisch. Aber ich kann mich irren. Als Gutenberg seine große Entdeckung gemacht hat, haben die Leute gesagt, das ist das Ende des Buchs. Das Papier ist billig, die Tinte färbt auf meine... Ich will noch meine Manuskripte haben. Und es waren 80 Jahre, wo man noch sehr viele Manuskripte geschrieben hat. Wir sind am Anfang dieser neuen Welt. Und es ist eine neue Welt. Der Herr Steve Jobs ist gerade gestorben. Und der Vergleich mit Edison ist ganz berechtigt. Es ist eine neue Welt.
Haben Sie selbst einen iPod? Nein, aber ich erkläre. Nicht aus Dummheit und Snobismus, aber die Augen gewöhnen sich schlecht daran. Und ich liebe den Geruch eines Buchs. Ich schnüppere Bücher. Ich liebe das Christ des Papiers. Ich liebe den Einband eines schönen Buchs. Es ist für mich eine Art Sensualität des Lesens. Und das, nein, ich habe keinen iPod, aber bitte, im Fall von katastrophalen Spitalbesuch, das neue Wunder eines Mobilphones, es rettet viele Leben, es rettet viele Familienbeziehungen. Man muss gerecht sein. Es eine neue Welt kommt heraus. Und wo man das nicht den Reichtum hat, um große Bibliotheken zu gründen, für das neue Afrika, für die neuen Universitäten Asiens, die entscheidend werden, können sie über eine Generation springen und sich am iPod, am Kindle, am Schirm eine Bibliothek schaffen, fast über Nacht. Denken Sie an, was das bedeutet für die Schüler, für die Forscher und für die Lehrer. Aber Sie sagen, man braucht eben viel Ruhe, viel Zeit, Abgeschiedenheit, um zu lesen, um einen Text sich anzueignen, ins Herzen zu schließen, um diese Beziehung aufzubauen. Haben wir überhaupt noch diese Zeit? Ich bin so verwöhnt, Sie werden es mir nicht glauben. Ich habe eine große Bibliothek. Wie viele Bücher haben Sie? Ich habe ganz wenig, wahrscheinlich 5000. Mein Freund, der große Umberto Eco, hat 30.000 in seiner Wohnung in Milan. 30.000. Ich habe ungefähr 5. Ich habe in meinem schönen englischen Garten ein kleines Arbeitszimmer, wo ich in totaler Ruhe, niemand darf mich stören. Es ist ein wunderbarer Moment in Montaigne, der große Französische, einer der größten Leser in der Geschichte. Er hat sich im Turm verriegelt und hat gesagt, Frau und Kinder sind Störung. Es war nicht ganz ernst, aber so konnte er arbeiten. In totaler Ruhe lesen und arbeiten. Auch in totaler Ruhe Musik hören. Für mich ist es unvorstellbar, dass man ernste Musik hört und liest zur selben Zeit. Dass man im Ohr die Drähte hat und ein Buch vor sich. Und für die Jungen ist es selbstverständlich, man liest nur, wenn man dazu Musik hat. Und die Jungen, besonders in den industriellen Staaten wie Amerika, aber auch die Chinesen, haben eine Mordsangst vor der Einsamkeit. Allein zu sein ist asozial, ist eine Art Meuterei gegen die menschliche Gemeinschaft. Aber man muss lernen, allein zu sein. Ich hatte großen Vorteil, den Schriftsteller und Kämpfer Arthur Koestler gut zu kennen, dessen Sonnenfinsternis wirklich die Geschichte verändert hat. Er hat gesagt, wenn man nicht weiß, was es ist, im Gefängnis zu sitzen und auf ein Buch zu warten, weiß man nicht, was wirkliche Schwierigkeiten ist. In der Einsamkeit. Und man überlebt. Und man lernt allerlei Künste des inneren Lebens. Wir unterschätzen so furchtbar die Reserven der innerlichen Kräfte. Sie sind ungeheuer. Wenn Sie Montaigne jetzt genannt haben, das war ja nicht wie Sie ein Frauenförderer in diesem Fall, wenn er gesagt hat, ohne Frauen und Kinder. Ja. Nein, es war eine Zeit, und da öffnen Sie ein sehr großes Kapitel. Wann haben Frauen angefangen, ernst zu lesen? Wann hatten sie die Zeit? Wann hatten sie die Privatmöglichkeit, ein Buch zu besitzen? In der klassischen Welt, 18. Jahrhundert Frankreich, auch in Weimar, hatten Frauen keinen Zutritt zu den großen Bibliotheken zum Beispiel. Eine andere Revolution. Jetzt fängt die Frau an, Gott sei gelobt, zu lesen. Es hat große Frauendichter gegeben, einige Riesen im Roman, Virginia Woolf, George Eliot, George Sand, aber wenig große Leserinnen. Die Zeit, noch einmal dieses braucht.
eben für diese Liebe zur Literatur. Gibt es dann auch Liebe auf den ersten Blick? Ein Buch, das man sofort liebt aber, und spontan? Sie haben total recht. Das ist etwas sehr Seltsames. Die Hand weiß etwas, was das Gehirn nicht weiß. Man greift nach einem Buch. Ich war am Bahnhof in Frankfurt, zwischen Zügen. Der Zug hatte 3 oder 4 Minuten Verspätung. Ich stehe am Kiosk. Ich sehe einen ganz schmalen Band mit einem Namen, seltsamen Namen, Paul Celan, hatte nie den Namen gehört. Ich blättere und komme auf den Vers, eine Sprache im Norden der Zukunft. Blitz trifft mich. Blitz hat mein Leben verändert. Und das ist Anfang meiner leidenschaftlichen Verwicklung mit Paul Celan und seinem Schicksal. Reine Chance im Kiosk am Bahnhof. Viele der großen Entdeckungen waren Menschen, die an einem Quai in Paris vorbeischlendern, Le Flaneur, und in den Buchschachteln sehen sie für einige Pfennig etwas ganz Entscheidendes. Und man muss nie sich schämen, darf ich das unterstreichen. Sei es ein Krimi, sei es ein Western, was man liebt, dessen darf man sich schämen. Nie den Snobismus der Elite haben. Nein, es gibt entscheidende Leseabenteuer mit kitschigen Büchern. Und es ist sehr schwer zu analysieren, was das schlechte, gute Buch ist. Das ist eine wichtige Kategorie. Es gibt schlechte, gute Bücher, die ganz entscheidend sind. Nichts Neues im Westen von Remarque. Von jedem literarischen Standpunkt aus wirklich sehr schwach. Aber bitte, das ist Blödsinn, das zu sagen. Es hat Millionen Leben verändert. Und es gibt Bookclubs, die für viele Leute die erste Begegnung ist mit einer anderen Welt. Nie protzen mit Büchern. Nicht alle Leute lesen Immanuel Kant. Ist es denn schwierig heute für Sie, ein Buch zu klassifizieren, zu sagen, das ist der neue Dante, das ist der neue Goethe? Das darf man kaum, weil man wird sich irren. Man wird sich skandalös und blamabel irren. Aber doch, es gibt einige Riesen heute, wo man ganz sicher sein kann. Es gibt ein Roman, der sich überall hier in Zürich auch in Taschen, Leben und Schicksal von Grossmann, von Wladimir Grossmann, der ist ganz so groß wie Tolstois Krieg und Frieden. Es ist eine selbe Dimension. Es gibt natürlich ganz große Dichter, nicht nur Celan, Yves Bonfoy in Frankreich, René Char, C.S. Eliot, Montale, es gibt sehr große italienische Dichter. Da darf man mehr oder wenig sicher sein. Aber macht nichts, wenn man sich irrt, irrt man sich. Es gibt ein wichtiger Aufsatz, ein langer, von Balzac. Und Balzac, glauben Sie mir, hat etwas vom Roman verstanden. Und da schreibt er über seinen Bekannten, den Konsul in Civitavecchia, mit dem Namen Stendhal, es war natürlich ein Pseudonym, Henri Bell, über das Rote und das Schwarze. Und er sagt, ein sehr begabter Amateur, Roman, sehr begabt, aber im Vergleich mit den Schauderromanen von Anne Radcliffe, ich erkläre gleich, wird es nicht dauern. Es hat gar keine Chancen. Balzac, er hat sich etwas verirrt. Macht gar nichts. Macht gar nichts. Besser sich zu verirren, als prätentiös versuchen, dass man besondere Antennen hat. Es gibt Menschen, die für neue Kunst ganz erstaunliche Antennen haben. Es gab eine ganz kleine Anzahl hier in der Schweiz, die verstanden haben, dass Paul Klee eine neue Welt entdeckt hat. Ganz wenige am Anfang. Es braucht Zeit. Und ich sage es wieder, wenn man sich irrt, ist doch wirklich kein Verbrechen. Man war zumindest verliebt in Texte. Ja, und man irrt sich mit Frauen, man ist verliebt und das ist die falsche. Gut. Wie begegnen Sie denn, wenn man jetzt diese Metapher ein bisschen weiterzieht mit dem Verliebtsein? Wenn man verliebt ist, dann zieht man etwas Besonderes an für ein Rendezvous. Wie lesen Sie
Wann lesen Sie? Es gibt eine Erotik des Lesens, aber da muss man sehr aufpassen. Das stimmt wahrscheinlich viel weniger für große Philosophen. Ich würde mich nicht wagen, in Hegel verliebt zu sein. Er würde mir einen guten Tritt in den Hintern geben. Er wollte nicht geliebt sein, er wollte verstanden sein. Es gibt mit dem Kapital von Marx, wo man nur den ersten Band liest, verliebt zu sein ist ein bisschen schwierig. Aber was für ein Buch, was für ein Titanenbuch. Nein, aber mit den Romanen und mit den Dichtern, sich in einen Dichtern verlieben. Als ich noch für Cambridge die Eintrittsprüfungen gab, habe ich den Jungen immer gesagt, erzählen Sie mir, gibt es einen Schriftsteller, den Sie sammeln, den Sie genug lieben, alle seine Werke zu haben, sogar die schlechten. Das ist das Wichtige. Unter den Titanen gibt es Menschen, die auch schlechte Bücher geschrieben haben. Ich nenne nur einen, Konrad hat einige sehr, aber was macht... Aber man liebt ihn, man will auch die schlechten Bücher haben. Und es sind sehr schwache Bücher von Graham Greene, aber auch sehr große. Und man sammelt, weil das Sammeln ist auch eine Form von Liebe. Sie haben kürzlich in einem Interview etwas gesagt, das mich beschäftigt hat, dass wenn man so viel liest, wenn man sich so vertieft in die Literatur, dann... Haben Sie manchmal Angst, sagen Sie, dass Sie etwas nicht hören, was darum herum passiert? Ich bin froh, dass Sie das erwähnen. Man kommt nach Hause nach einem langen Tag Arbeit, man ist müde, man ist entspannt, man vertieft sich in einen Text. Man hört nicht den Schrei in der Straße. Da seien wir sehr, sehr genau. Es ist nicht, dass man ihn nicht hören will, man hört ihn nicht. Wenn man, sagen wir, mit dem dritten und vierten Aufzug von King Lear lebt, kein Schrei in der Straße kann sich mit dem Schrei im Text vergleichen. So habe ich oft, ich habe das in meinen Schriften den Cordelia-Problem genannt, wenn man die tote Cordelia in den Armen hält, hört man nicht das Leben. Und das ist sehr gefährlich. Ich fange an als ganz junger Kritiker, meine ersten Versuche. Am Abend spielt man Schubert, am Morgen foltert man. Wie ist das möglich? Ich habe nie eine Antwort gefunden. Bin jetzt in meinen 80er Jahren, keine Antwort. Ich habe alles gefragt an die Psychologen, die Soziologen. Unsinn, wir verstehen das nicht. Zu sagen, dass die Menschen Schizophrenen sind, antwortet nicht. Was ist es, welches in der großen Musik, perhaps auch in der Literatur, jenseits von Guten und Bösen, Nietzsches großer Titel, jenseits von allen Guten und Bösen. Es ist in einem anderen Bereich der Werte, es sind nicht menschliche Werte. Und unter den größten Künstlern gab es Leute, dessen Benehmens aber furchtbar war. Wir werden nicht den Fall Richard Wagner besprechen. Ich könnte nicht wirklich mein Leben führen ohne den Tristan, ohne den Ring, ohne den zweiten Akt von Parsifal. Aber der Herr Wagner, das ist ein anderes Kapitel. Und wie ist das möglich? Wie hat diese Frage, die Sie nicht beantworten können, Ihr eigenes politisches Bewusstsein beeinflusst? Ich habe, und ich schäme mich, keine Politik betrieben. Ich habe mich nicht aktiv geteilt. Ich war teils das Wandern, teils die Lage. Aber ich hätte wahrscheinlich mich mehr beteiligen sollen. Aristoteles ist sehr, sehr grausam damit. Er sagt, wenn du zu Hause bleiben wirst und nicht in den Forum gehst, auf den öffentlichen Markt zur Politik, dann hast du kein Recht, dich über die Schurken und Barbaren zu beschweren. Wo warst du? Du hast dein Privatleben gewählt. Das ist eine sehr schwere Anklage. Leiden Sie darunter, dass Sie diesen... Ich bedauere es jetzt, aber es war nie praktisch möglich und da ich immer ein Randmensch war, ich habe es gewählt, ich habe gewählt und immer in Bewegung war,
hatte sich nicht gestaltet. Diese marginale Existenz auch als Professor hat ja auch innerhalb des Systems der Universität ja auch eben zu einer ja, bisschen die, außenstehenden Figur. Ich hasse die Bürokratie. Die meisten Dekane sind die Todfeinde der Zivilisation. Ich habe immer bei der Universität gefragt, warum tun wir es nicht besser? Und das macht man sich nicht beliebt. Und wir haben vorher davon gesprochen, wenn man sich als Postino, als Briefträger, das haben die Kollegen gar nicht gern. Die Kollegen sind fantastisch stolz auf ihre, die meisten auf ihre parasitären Künste. Und die haben wirklich nicht gern, dass man ihnen erklärt, sie sind die Flöhe in der Mähne des Löwens. Studenten, Studentinnen gehabt, von denen Sie gemerkt haben, dass sie besser sind ja, als und sie das selbst. Ist die größte Belohnung. Ich habe mehr als 50 Jahre gelehrt und habe 4 Studenten, das ist viel, gehabt, die viel begabter sind als ich und dessen Schicksal ich verfolge. Es ist vom großen Interesse. 2 sind sehr berühmte Professoren geworden. Einer war in Genf der begabteste von allen und er ist dem Rauschgift verfallen. Und das ist eine Sache, von der man sich als Lehrer nie ganz erholt. Und 4. war eine junge Frau. Die Tochter eines meiner Bergarbeiters kommt als erste aus ihrem Dorf nach Cambridge und hat die höchste Auszeichnung. Summa cum laude und der Universitätspreis. Kommt zu mir, um auf Wiedersehen zu sagen, Sie haben mir nur Scheiß, entschuldigen Sie das Wort, nur Scheiße beigebracht. Für Sie und diese Universität habe ich nur Hohn. Jetzt fängt mein Leben an. Und sie wurde Ärztin, man hat sie genannt, die Ärzte ohne Schuhe, in Sichuan, im westlichen China, unter den total Verarmten. Sie war Maoistin, total Maoistin. Und da kann ich nur den Mund halten. Jemand, der sein Leben für eine Ideologie gibt, um andere Menschen zu helfen, in den entlegensten Bergdörfern des westlichen Maoistischen China, das ist die höchste, wenn Sie wollen, Zivilisation. Für das habe ich nicht die Kraft. Es ist sehr schade. Ich bedauere sehr, dass diese junge Frau mir nicht verzeiht hat. Als ich dann Professor war, Gastprofessor in Beijing, habe ich den englischen Botschafter darüber, hat gesagt, oh ja, unsere Geheimdienste wissen genau, wo sie ist und sie will auch mit uns nichts zu tun haben. Aber da, ich hasse Salonmärtyrer, ich hasse Salonmarxisten, die nie nach Russland gehen, Salonzionisten, die nie die Nase in Israel stecken würden. Aber wenn man sein Leben gibt, wenn man seinen Glauben lebt, seinen Glauben leben, dann bin ich voll tiefster Achtung. Diese existenzielle Freiheit, die Sie beschreiben bei dieser Schülerin, diese Freiheit hat mit dem Denken zu tun, das Sie vielleicht als Briefträger ja bei ihr auch entfacht haben. Und für sich selbst erklären Sie auch, dass Denken zwar befreit, aber Denken auch traurig macht. Und Sie haben dieses ja, ein kleines Buch darüber, das ja ein großer Erfolg war, über 50.000 Mal verkauft in der deutschen Sprache. Es ist ein Buch, welches aus der deutschen philosophischen Tradition herstammt. Das schöne lateinische Wort Tristitia, das ist mehr als Kränkung, mehr als Trauer. Es ist eine Art Müdigkeit der Seele, eine Art Trägheit der Seele. Auch die Seele wird manchmal müde. Und ein schwieriges Denken, ein Denken ohne Antworten, ein Denken, wo man vor der Tür bleibt, Kafkas große Fabel vom Türhüter, kann auch traurig machen. Und es gibt große traurige Denker, Kierkegaard war ein, es gibt auch viele andere, unter den Theologen, es gibt große traurige Denker. Es gibt Seiten über die Traurigkeit in Pascal,
die ganz mit Dostojewski, mit Shakespeare sich vergleichen. Aber es ist besser zu denken und ein bisschen traurig zu sein. Was mich sehr erstaunt, seit ich jetzt das Privileg habe, Sie kennengelernt zu haben, ist, dass wenn man das Buch liest, Warum Denken traurig macht, denkt man, einen sehr traurigen Zeitgenossen vorfinden zu müssen. Und wenn man Sie sieht und Ihre Lebenslust und Ihre Spielfreude merkt, dann denkt man, das geht doch nicht zusammen. Doch, es geht zusammen, weil man, ich komme zurück auf die Dankbarkeit vor den Werk, die Freude, die uns ein Konzert bringt, eine Ausstellung. Ich habe jetzt Schwierigkeiten, Karten gekauft für die Leonardo da Vinci Ausstellung in London. Die Menschen stehen Schlange über Nacht, in der kalten Nacht, in der Hoffnung, eine Karte zu finden. Ist doch herrlich, mit diesem endlosen Reichtum sich auseinanderzustellen. Und der Moment, wenn man etwas Neues lernt. Da haben die Naturwissenschaftler den großen Vorteil. Heute wissen sie weniger als nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag werden sie etwas wissen, was sie heute noch nicht wissen. Das laufende Band geht so. In den Humaniores ist es viel schwieriger. Aber dort auch kann man immerfort Neues lesen. Ich bin sehr, sehr faul geworden über Sprachen. Sehr faul, bitte. Ich hätte um den Riesendichter, portugiesischen Dichter Pessoa, der einer der Titanen ist, und die Übersetzungen sind sehr schlecht, scheinbar. Da hat mir ein Kollege gesagt, aber lerne ein bisschen Portugiesisch. Ganz recht hat er. Ich habe es nicht gemacht. Man wird faul, stinkfaul, sagt man. Und das bedauere ich sehr. Aber weiter arbeiten, jeden Morgen. Aber Sie tun sich ja nicht nur die ganz Großen, die Titanen an. Und Sie lesen nicht nur Homer und die Odyssee, sondern Sie lesen auch Harry Potter, habe ich gehört. Und ich bin für das Harry Potter-Phänomen absolut fasziniert. Der Roman ist ultra englisch, aber ultra. Es ist ein, was man ein Public School Roman nennt. Der Wortschatz ist reich, die Grammatik ist oft schwierig. Eskimo-Kinder stehen die Nacht lang für die ersten Exemplare, die mit Avionen in Alaska landen. In Zulu ist es der Bestseller. Jedes Zulu-Dorf. Die Madame Rowling, die eine reizende, bescheidene Frau ist, sagt, ich verstehe nicht. Sie hat bis jetzt 600 Millionen Pfund. Aber 600 Millionen. Man hat für Harry Potter eine Bank gegründet. Nur für Harry Potter. Was erklärt die Phänomenologie eines Welterfolgs? Und die Kinder lesen es wieder. 6 dicke Bände und viele Kinder fangen wieder vom Anfang an. Niemand versteht, und um es zu verallgemeinern, wir haben keinen Max Weber des Bestsellers. Wir brauchen einen großen Denker und Soziologen, um uns die Phänomenologie des Bestsellers zu erklären. Besteht in der jetzigen aktuellen akuten Wirtschaftskrise eine direkte Gefahr für die Weiterentwicklung der Kultur? Es ist eine Frage, die große Sorgen bringt. Lassen Sie mich einen Augenblick über England sprechen. Die kleinen Buchhandlungen schließen. Die Compact-Disc-Buchhandlungen und die klassische Musik schließen. Die kleinen Theater schließen in der Provinz, wo sie lebensspendend waren. Es gibt wichtige Zeitschriften mit sehr kleiner Situation, Leserschaft, die schließen. Schon gibt es allerlei Verluste, weil man nicht mehr die Möglichkeit, weil Hochkultur auch ein Luxus ist, der von Wohlstand und Reichtum abhängt. Was eine Oper kostet, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Und die Menschen, denen es jetzt an allen fehlt, werden sehr wütend. Sagen, warum sollen unsere Steuern für Covent Garden, für die Oper zahlen und uns fehlt es am Alltäglichen. Man schließt in Universitäten auch am Kontinent Fächer.
zum Beispiel Griechisch-Latein. Es gibt ganze Schulen, die schließen für die klassische Altertumswissenschaft. In einer der besten schottischen Universitäten gibt es keine Philosophie mehr. Man verkleidet es. Soziale Studien, Kommunikation, dieses furchtbare Wort, Communication Studies, wo es einmal ernste Philosophie gab. Ja, ich habe große Angst. Amerika ist noch relativ geschützt. Die großen amerikanischen Bibliotheken sammeln weiter. Die großen amerikanischen Symphonieorchester neue öffnen in neuen Städten. Ob das dauern wird, man sucht dort viele Quellen der Hoffnung, ohne Zweifel. Aber es ist auch in Zeit zum Teil unsere Schuld. Wir haben nicht laut genug gebrüllt. Wir haben nicht genug gebissen mit unseren Zähnen. Die Bonzen der Kultur verteidigen sich sehr schlecht. Also das heißt, wir beißen uns in die Zukunft. Und brüllen und beißen. Als letztes Thema unseres Gesprächs würde ich Sie sehr gerne auf das Judentum ansprechen, ein ganz zentrales Thema für Ihr Leben und Ihr Werk. Ich hatte das fantastische Glück, in 40 aus Frankreich zu entkommen. In meiner Lycée-Klasse ist nur ein anderer Jude entkommen. Alle anderen wurden vergast. Es war ein fantastisches Glück, mit dem ich mich nie abfinde. Ich verdanke die Tradition des Buchs, ich verdanke die hohe Schätzung des Lehrers. Das Wort Rabbiner heißt einfach Lehrer, nicht Priestermann, ihr seht. Sein Lehrer, Rabbinim. Für meinen Vater war es wirklich hauptsächlich, dass ich Lehrer werde, weil Lehren heißt die Sachen weitergeben. Und ich verdanke natürlich vielleicht dieser 5000 Jahre alten Kultur eine Art Kontrakt mit dem Leben. Das ist eine dumme Phrase, aber eine Art Pakt mit dem Leben, zu versuchen, weiterzuleben. Und die tiefsten Sachen im Judentum sind Witze. Die allertiefsten Sachen, ganz so tief wie die Tora. So erlauben Sie mir einen zu erzählen. Sehr, sehr gerne. Für Sonntagmorgen. Gott erklärt, er hat genug von der Menschheit. Solche Schweine, Sadisten sich so benehmen. Diesmal die Sinnflut ist definitiv kein Noah, keine Arche. Der Heilige Vater, der Papst sagt allen Katholiken, bitte die Familien ansammeln, beten an die Jungfrau Maria und ruhig Gottes urteilen. Die Protestanten sagen, Familien sammeln, alle Bankkonto bitte in Ordnung zu stellen, alle Rechnungen zu bezahlen und dann. Der Rabbiner sagt 10 Tage, aber bitte, das ist mehr Zeit, als man braucht, um zu lernen, unter Wasser zu leben. Und dieser herrliche Witz, unter Wasser zu atmen, das ist für mich der kanonische Moment fast von jedem Tag in meiner Existenz. Das heißt, Sie haben gelernt, unter Wasser zu atmen? Ja. George Steiner, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Für Sie, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Die Philosophie, die sind in sehr schlechtem Zustand. Aber nicht jede Epoche kennt eine Bergspitze in den Künsten oder im Denken. Es gab im 18. Jahrhundert Frankreich lange, lange Generationen ohne einen guten Dichter. Dann kommen die romantischen Riesen. Kann sich erholen. Es gibt meines Erachtens nach 3 oder 4 sehr große englische Maler. Bacon und Hockney und Kitaj und Auerbach.
erstes Mal seit dem 16. Jahrhundert und Turner. Turner war die einzige Ausnahme. Es gibt seit Benjamin Britten sehr gute Komponisten. England hat nicht komponiert über Jahrhunderte. Wir verstehen sehr wenig vom Zauber der Neuerwachung. Die Feen kommen und man öffnet die Augen. Der Zauber der Neuerwachung, das ist eine sehr schöne Metapher für, glaube ich, Ihre Biografie. Zu welchem Moment in Ihrem Leben haben Sie diesen Zauber eines Erwachens gespürt? Da stellen Sie eine sehr tiefe und schwierige Frage. Ich hatte in Chicago die Hoffnung, Naturwissenschaftler zu sein. Meine Mathematik hat nicht dazu gelangt. Es war der Moment der Kernphysik. Und wenn man nicht guter Mathematiker war, gab es keine offene Tür. So habe ich traurig Philosophie und Poetik angefangen. Aber die Nostalgie für die Naturwissenschaften hat mich nie verlassen. Und wissen Sie, die Zürich ist die Stadt der ETH. Nie vergessen, was die großen Leistungen hier sind. Dann kam der wunderbare Augenblick, wo das Lesen für mich entscheidend wurde und wo ich angefangen habe, selbst zu schreiben und zu übersetzen. Sie werden über mich lachen, macht nichts. Jeden Morgen, Sonntag einbegriffen, nehme ich vom ein Buch, welches es auch sei, nehme eine, drei, vier Sätze, einen Paragraph und übertrage sie in meine anderen Sprachen. Als Übung der Seele, aber auch als Muskelübung. Ich glaube, dass das Bewusstsein ein Muskel ist. Und wenn wir ihn vernachlässigen, wird er schlaff und treu. Ich spiele sehr schlecht, aber leidenschaftlich Schach, so dass die Konzentrationsgabe. Wir vergessen alle, was für ungeheure Macht das Gedächtnis hat, welche unsere Konzentrationsmöglichkeiten beim ernsten Lesen sind. Aber man muss üben. Und wenn man alt ist, muss man noch mehr üben. Und wie war es, als Sie ganz, ganz jung waren? Wie sind Sie zum Lesen gekommen? Ich hatte ein ungeheures Glück, einen Vater, ein gesegneter Vater, der mit mir gelesen hat. Und ich erzähle immer die Anekdote, wir lesen in der großen Voss-Übertragung ins Deutsche, die Ilias, kommt ein ultradramatischer Moment, wird der Achilles den Lykaon niederhauen. Mein Vater mit einer ganz traurigen Miene sagt mir, mein Kleiner, hier haben wir keine Übersetzung, die fehlt. Was werden wir tun? Du willst doch wissen, ob der Achilles den Lykaon... Da müssen wir Griechisch lernen und so hat's angefangen. Einige Worte... Für ein Kind kann das total entscheidend sein. Hab mir gesagt, ich will wissen, was da vorgeht. Und Geschichten erzählen, Geschichten lieben, ist wahrscheinlich der Anfang. Man hat dafür ein sehr pompöses Wort, Narratologie, brauchen wir nicht. Einfach das Wunder der Geschichte. Was geschieht nächst? Wie haben Sie es mit Ihren eigenen Kindern gehalten? Haben Sie denen auch die Odyssee vorgelesen auf Griechisch? Meinen eigenen Kindern auch, aber die sind jetzt ganz erwachsen, sind Erwachsene und tun mir eine ungeheure Ehre. Meine Tochter dirigiert das. Es fängt nur an, die Kraft der Frauen sich zu verklären. Sie wollten nicht über die Schweiz reden, aber wenn Sie es doch tun? Ich war immer ein glücklicher Gast hier. Es ist ein Land, welches dem Gast sagt, benimm dich und halt das Maul ein bisschen, aber dann darfst du arbeiten und dann darfst du ein ruhiges Leben haben und dann darfst du deine anderen Sprachen sprechen. Ich habe England, ich habe aufgegeben in Cambridge, wo es keine vergleichende Literatur gibt, weil die Engländer sagen, aber alle Leute sprechen Englisch. Warum soll ich eine Fremdsprache beherrschen? Da ist eine Art Provinznobismus der Weltsprache. Ist ein Paradox. Aber die Weltsprache ist auch Provinz. Und es ist herrlich für mich, in der Schweiz zu sein, wo fünf, mit dem Rätisch, sechs Sprachen doch zugelassen sind und wo man das Gefühl hat, dass sich die alten Kräfte von Europa begegnen. Sie sind ja ein großer Kulturvermittler. Sie sind
im alten Europa auf die Welt gekommen, Wien, Paris. Sie haben in New York studiert. Sie sind ein Vermittler zwischen dem alten Europa und dem neuen, vorwärtsstrebenden Amerika. Lassen Sie mich, lieber Kollege, die Hauptsache sagen. Es gibt die großen Dichter, Romanschriftsteller, Dramaturgen, die Leute, die schaffen, die großen Kräfte. Und dann gibt es die Leute wie ich, die Briefträger. Da zitiere ich den wunderbaren russischen Dichter Puschkin. Puschkin hat gesagt, danke an meine Übersetzer, danke an die Herr Professoren, danke an meine Verleger, aber ich schreibe die Briefe. Richtig. Das sage ich mir, wenn ich aufstehe jeden Morgen. Er schreibt den Brief. Ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, ein Briefträger zu sein. Es gab einen wunderbaren Film namens Postino, über Neruda und seine Gedichte. Der Briefträger muss die richtige Briefschachtel finden, nicht immer leicht. Er muss sicher sein, dass der Brief ankommt, nicht immer leicht. Es ist herrlich, mitzuarbeiten. Aber nie, nie verwechseln, der, der den Brief schreibt. Und ich habe sie begegnet. Jetzt sitze ich im gesegneten Cambridge in England. Im Augenblick haben wir 11 Nobelpreisträger in diesem kleinen Dorf. 11 Nobelpreisträger. Die Riesen der Wissenschaft, der Astrophysik, der Genetik, der Biologie. Wenn man diese Menschen ein bisschen begegnet und kennt, die wissen, wie man die Welt ändert. Es ist sehr schön, ein bisschen dahinter zu laufen und sagen, ich kann erklären oder ich kann kommentieren oder ich kann ein bisschen eine Lektion darüber geben, aber nie die zwei Funktionen verwechseln. Das ist die Hauptsache. Aber sind Sie mit Ihren Kollegen in Cambridge eher zuversichtlich oder sehr pessimistisch? Sehr. Ich bin über die Humaniores, die Geisteswissenschaften, aber die Naturwissenschaften, von jeder Woche kommt fast ein Weltzauber. Vor 2 Wochen ist die Genetik der Malaria entziffert worden. Stellen Sie sich vor, für 100 Millionen Menschen in Afrika und Asien wird das ein neues Leben. In meinem Alter hat man eine tierische Angst vor der Amnesie, der Demenzia, vor dem Alzheimer. Meine Kollegen sagen mir, binnen 2 oder 3 Jahren wird man die Genetik des Alzheimers kennen und dann kann man anfangen zu kurieren. Jeden Tag fast kommen die Wunder. In der Astrophysik, wir sind an den Rand des Weltalls und wir erraten neue Welten, ein neuer Kosmos entfaltet sich. So, man darf nicht sagen, nur die Kunst, nur die Literatur, nur das Fach der Altertumswissenschaft in Columbia. Mein Schwiegersohn ist der Professor für lateinische Dichtung in Princeton. Mein Sohn ist Dekan einer der großen Universitäten in New York. So, es geht gut weiter. Es geht gut weiter. Aber in Amerika sind die Sachen ganz anders. Was für einen Rat für Kinderlektüre würden Sie einem normalen Ehepaar geben, das ein normal begabtes Kind? Ich glaube ganz an die großen Epen der Antike. Ilias und Odyssee sind unübertrefflich aufregend, unübertrefflich spannend in jedem Moment. Aber dann, es gibt Bücher der Bibel, die natürlich die höchsten Gipfel der Menschheit sind, der menschlichen Vorstellung. Wenn man ganz langsam, Sie nehmen ein großes Episode, David, König David wächst auf, er kämpft gegen Saul und Jonathan. Sein bester Freund ist der Sohn seines Feindes. Der Jonathan wird getötet. Und da singt, das war ein Gesang, der David, den Todesgesang über Jonathan. Und seitdem ist die Trauer im Westen eine große Poetik, seit diesem Augenblick. Dann, ich vergleiche, am selben Tisch sage ich dem Kind, jetzt werden wir Achilleus hören, wenn er über Patroklus weint. Den Tod. Und dann sage ich dem Kind, beide diese Texte sind ganz ultramodern. Jetzt werden wir einen wirklich alten. Das Buch Gilgamesch aus Sumerien, wo Gilgamesch über Enkidu weint. Das ist der erste große
Lamentation in der westlichen Literatur. Und da sagt sich, glaube ich, das Kind, ist das nicht fantastisch, dass es überlebt hat? Und dann habe ich immer, und auch meinen Schülern, meinen Studenten, versucht zu erklären, die Magie des Überlebens. Herr Kollege, wenn in St. Gallen, in unserem schönen St. Gallen hier, wenn die lombardischen Truppen nicht 12 Kilometer, 12 kurze Kilometer, gingen sie vorbei, wenn sie St. Gallen entdeckt hätten und niedergebrannt, hätten wir kaum ein Horaz, Virgil, Catullus, Ovid, alles war dort, oft in einem einzigen Exemplar, es ist die Mönche, Hand und Buchstaben für Buchstaben mit kleinen Kerzen abgeschrieben haben. Das sind das Überleben der großen Texte und auch der modernen Texte. Wir haben jetzt ganz große Schriftsteller. Werden die in einer neuen technologischen Fassung überleben? Das ist eine sehr schwierige Frage. Sie haben diese Frage ja auch in einem schmalen Bändchen zu behandeln versucht und mit den neuen Medien, man merkt es auch, gerungen, die Bücher verbrennen. Wer sind die Bücher verbrennen? Man verbrennt Bücher seit dem Anfang der Geschichte. Die große Bibliothek in Alexandrien wurde verbrannt. In Sarajevo, vor wenigen Jahren, hat man die Bibliothek verbrannt und da sind 168 Manuskripte, man nennt sie Inkunabeln, für die es keine Kopie gegeben hat, weil Sarajevo nicht reich war und konnte noch nicht online gehen, wurden für immer zerstört. Denken Sie dran, für immer. Wenn eine Wahrheit aus der Welt verschwindet, da will ich, erlauben Sie mir eine Sekunde langsam zu reden, weil es ist eine etwas seltsame Idee. Wahrheiten können verschwinden. Es gab die furchtbaren Albigensier-Kreuzzüge im Süden von Frankreich, als die mittelalterliche Kirche eine Häresie ausgerottet hat. Es bleibt uns kein einziger Text. Ich sage, sehr geehrter Herr Steiner, Sie sind der letzte große Humanist. Hoffe nicht. Ist ein bisschen traurig, aber macht nichts. Man sagt es aber über Sie, Sie sind Literaturwissenschaftler, Kritiker, Professor, Schriftsteller und Sie sind in mindestens 4 Sprachen zu Hause. Sie haben mindestens 18 Bücher, 19 Bücher bald veröffentlicht. Man nennt Sie Professor ohne Grenzen. Sie haben an den größten Universitäten der Welt gelehrt, in Cambridge, Oxford, Stanford, Yale, am Collège de France und während 20 Jahren in Genf. Ja. Als Kosmopolit und als Liebhaber der klassischen europäischen Literatur, Sie nennen das den langen Nachmittag der abendländischen Kultur, sehen Sie heute auf Europa, ein Europa, das zusammenbricht? Nein, das wäre sehr oberflächlich. Es ist eine komplizierte Krise, aber schauen Sie, es ist doch ein Gotteswunder, dass nach 2 Weltkriegen, welche europäische Bürgerkriege waren, im Grund, nach Verlusten von vielleicht 70 Millionen Menschen zwischen Madrid und Kiew und Leningrad, hat sich doch Europa erholt. Das Wunder ist, dass nicht, dass Europa Schwierigkeiten hat, aber dass es noch ein Europa gibt. Und doch gibt es. Eines Tages vielleicht werden die Historiker sagen, im Moment, wo Sie und ich uns begegnen, gab es ein großer Maler, große Dichter, große Denker. Man kann nie vereinfachen. Im nächsten Gebäude, in der nächsten Straße sitzt der Herr oder die Dame, die vielleicht alles verwandeln können. Es gibt noch sehr große Kräfte in Europa. Eine Sache tut mir tiefe schwarze Sorgen. Wir verlieren eine Generation junger Leute, die keine Arbeit finden. Und wenn man nicht Arbeit findet, erholt man sich vielleicht sehr schlecht. In England, unsere besten jungen Leute wollen weg, aber wohin? Man kriegt keine Arbeitszulassung in Kanada, in Neuseeland, in Australien. In Spanien, ein Land, welches ich liebe,
ist es katastrophal. 24% der Jungen sind arbeitslos, auch die Begabtesten. Diese jungen Leute beginnen sich ja auch zu indignieren, sich zu revoltieren. Es gibt die Occupy-Bewegung, Wall Street wird besetzt, in Zürich der Paradeplatz, in Spanien gibt es diese Bewegung. Aber zu welchem Ende? Weil man kann sich indignieren, aber wo bleibt die Antwort? Wo? Fragen stellen, die Jungen haben komplett recht, radikale Fragen, böse Fragen soll man stellen. Aber wo sind die Antworten? Es ist zu leicht zu brüllen, dass der Kapitalismus uns niedermacht. Ganz richtig. Aber zum Gulag wollen wir auch nicht zurück. Und bis jetzt ist die sozialistische Hoffnung eines dritten Wegs, diese berühmte Phrase, der dritte Weg, der zieht wieder. Wo ist sie? Es gibt kleine Länder, wie Norwegen zum Beispiel, wo es leichter ist, wo man eine wunderbare Sozialpolitik. Aber wie Sie wissen, gerade jetzt, vor einigen Monaten, ein Massmeuchelmord in Norwegen. Kein Land ist in Sicherheit. Andererseits, es wird aus Asien, es werden große Kräfte kommen. Zwei große Quellen, Frauen und Asien. Frauen fangen nur ganz langsam an, sich zu bewerten. Es ist skandalös. Ich habe mein ganzes Leben gekämpft für Frauenkollegen in der Universität. Wir werden die Schweiz nicht besprechen, aber in anderen Ländern auch. In Amerika setzen sie sich durch, in Frankreich erstaunlicherweise kommen Frauen an die Spitze. Da ist ein ungeheures Reservoir, psychologisch, philosophisch, sagt mir manchmal. Und wenn die Albigenzier eine große Wahrheit entdeckt hätten, und wir Wahrheiten können verschwinden. Man sagt, jemand anders wird es entdecken. Ich glaube in der Naturwissenschaft, ja. Wenn Darwin nicht gewesen wäre, käme Herr Wallace oder jemand 30 Jahre später. Lange nach Kepler und Newton kamen andere, aber nicht in der Philosophie. Ein Gedicht, welches verbrannt ist für immer, wird es nie wieder geben. Für etwas ganz Zentrales, wenn man sie liest, ist ja der Übergang von einer oralen Tradition zu einer schriftlichen Tradition und Kultur. Und wenn Sie über die neuen Medien schreiben, erzählen Sie auch, dass wir vielleicht wieder zurückfallen in eine mündliche Kultur. Das ist mein Eindruck. Ich sehe ganz junge Kinder mit iPod und Facebook. Und es ist eine orale Kultur. Sie sprechen zueinander. Sie komponieren Geschichten zueinander, Witze, allerlei, eine Kultur des Mund und des Ohren. Homer ist ultramodern, Homer ist wie Joyce. Vor Homer gab es wahrscheinlich 20.000 Jahre einer großen mündlichen Literatur. Er kommt spät. Für den größten aller Philosophen, für Platon, ist das eine Katastrophe, weil das menschliche Gedächtnis wird verschwächt durch die Schrift. Weil die Schrift will autoritär sein. Sie lässt keine Angriff, keine instantane, keine momentare Antwort. Das Mündliche gibt es eine Antwort, eine Provokation, eine Verbesserung. Man kann Nein sagen. Es ist sehr schwer, dem Buch Nein zu sagen. Wenn Wahrheiten verschwinden können, kommt noch etwas anderes, was Ihnen sehr am Herzen liegt, so wie Sie es sagen, das Auswendiglernen. Da bin ich ein ganz altmodischer Pedant. Ich glaube fanatisch an das Auswendiglernen. Warum? Das deutsche Wort auswendig verfehlt die ganze Pointe. Man sagt auf Englisch by heart. Mit dem Herzen. Man sagt in Französisch par cœur, mit dem Herzen. Nicht mit dem Gehirn. Was man auswendig lernt, liebt man. Es wird Teil unser Selbst. Es lebt in uns, fast organisch. Es verwandelt sich mit uns. Wenn ich mir jetzt meine Gedichte aus dem französischen Lyzeum, wenn ich mir jetzt einige Verse von Racine, ich kenne sehr viele französische und englische Gedichte auswendig, habe ich plötzlich jedes Mal
den Eindruck, ach, du entdeckst das wieder. Da ist etwas ganz Neues, weil du dich verändert hast. Und es verändert sich in dir. Und dann eine politische Bemerkung. Wir leben in einer Zeit der grausamsten Zensur in den despotischen Staaten. Wir haben den Stalinismus gekannt, den Maoismus, den Nazismus. Was man auswendig kennt, hat eine Chance zu überleben. Die Dichtung von dem russischen Dichter, lyrischen Dichter Ossip Mandelstam, seine Witwe hat jedes Gedicht an 8 Freunde mündlich vermittelt. Die haben das Gedicht auswendig gelernt. Wenn 8 Leute ein Gedicht kennen, ist es unzerstörbar. Und so hat das Werk überlebt, bis der Stalinismus endlich zu Ende ging. Es ist eine ungeheure Reserve im menschlichen Gehirn. Und die Freude, einem Text Danke zu sagen. Jedes Mal, dass ich ein Gedicht von Hölderlin lese und ein bisschen auswendig lerne, sehr schwierig, man versucht eine Strophe, das ist schon etwas, da sage ich Danke. Weil wie